herzlich willkommen zurück zu Factorio. Ja, ich würde gerne mal gucken heute, ob wir... Genau, dass wir das Kupfer noch ein bisschen ausbauen. Das ist der Plan. Tankwaggons haben wir jetzt. Achso, genau. Bergbauproduktivität machen wir gerade. Scheinbar aber nicht sonderlich erfolgreich. Irgendwas hemmt uns da so ein bisschen. Sind das die blauen? Gucken wir uns dann mal an. Ansonsten, ja, genau, machen wir erstmal das. So, Öfen. Hochofen, wir brauchen mehr Ziegelsteine. Stahl haben wir noch mehr als genug. Aber Ziegel sind das Problem. Eisen sieht hier noch richtig gut aus. Gucken wir mal, ja doch, ein paar Ziegelsteine haben wir hier noch. Ah, und hier reicht das Stein eigentlich nicht aus, um hier alles zu befeuern. Interessant. Dann stellen wir hier doch nochmal zwei hin. Sehr gut. Kupfer haben wir hier oben. Ich mache einfach nochmal 10 Öfen. Ja, und dann werden wir uns wahrscheinlich wieder nochmal um Strom kümmern müssen. Könnte ich mir vorstellen. Wir ziehen einfach den mal hier bis nach unten durch. Zack, 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 zack. Und Ausgabe sollten wir auch haben. Einen Strommast. Oh, mehr haben wir auch gar nicht mehr. Das heißt, wir müssen einmal Strommasten holen. Und hier habe ich noch einen Greifi. So. Und schon haben wir nicht mehr genug Erz. Was jetzt aber wieder daran liegt, dass wir nicht genug Durchsatz haben. Hier wären dann jetzt die roten Fließbänder ganz hilfreich. Wie haben wir das denn hier eigentlich beim Eisen gemacht? Hatte ich es, glaube ich, einfach nur geteilt, oder? Kann das sein? Ja, da habe ich zwei Bänder gemacht. Dann müssen wir das da auch so machen. Oder wir machen jetzt auch einfach mal rote. Mal gucken. Weil dann müsste ich das alles hier mit roten machen. Aber was tut man nicht alles für den Fortschritt? Ja, ab hier im Grunde. Nee, ab hier. So, wo haben wir die Route hin? Die haben wir hier. Auch ein ganz schönes Durcheinander hier. Okay, unterirdisches Fließband brauchen wir gleich noch. Ansonsten lohnt sich das hier nämlich nicht. Ja, das war's dann jetzt schon wieder. Zack, einmal austauschen. Jetzt müssen wir noch überlegen, ob wir mit denen dann schon arbeiten wollen.
Dann müsste man sie auch herstellen. Weil so ist das jetzt ein ganz schöner Krampf. Das ist ziemlicher Krampf. Aber wir brauchen die. Ich fürchte, wir brauchen sie. Okay, hier forscht schon alles. Ich frage mich, warum die Forschungsleistung darunter geht. Aber gut, es wird sicherlich irgendeinen Grund dafür geben. Zu wenig Forschungspakete sind es zumindest schon mal nicht. Okay, wenn wir sagen, wir gehen jetzt komplett auf Rot, dann... Achso, ich muss erstmal Strommasten holen. Wo habe ich die denn produziert? Die brauchen, glaube ich, Stahl, also werden sie irgendwo beim Stahl sein. Hier war Stahl, aber keine Strommasten. Aber wir haben ja die tolle neue Funktion. Oder? Das kann man sich doch hier ein... Genau, wunderbar. Haben wir hier irgendwo Strommasten? Da. Hier. Oh, die Suchfunktion ist ja so genial. Das ist ja der Hammer. So findet man in der Basis dann auch gleich wieder alles wieder. Ich hoffe nur, es war nicht der hier gemeint. Ne, hier so auf Höhe des Kupfererzes. Ach, da habe ich das gemacht. Okay. Zack. Interessant. Gut. Wo haben wir unsere Fließbänder? Die haben wir hier. Und hier haben wir unsere Untergrundfließbänder. Perfekt. Müssen wir jetzt ein bisschen umbauen. Wir haben nicht... Doch, wir haben noch sowas hier. Was brauchen die denn? Die brauchen einfach nur die Fließbänder und Zahnräder. Dann haben wir doch eigentlich schon alles hier, was wir brauchen. Dann holen wir uns mal eben hier zwei Fabriken. Ich denke mal, wir müssen dann das Ganze... hier ein bisschen ändern, dass der sich das vielleicht doch hier runtergreift. Dann brauchen wir diese Kiste im Grunde nicht mehr. So. Die brauchen wir auch nicht mehr. Den brauchen wir auch nicht mehr. Beziehungsweise können wir uns jetzt hier einfach einmal runtergreifen. So. Warte mal, wir machen erstmal die Untergrundgeschichte. So. Dann machen wir hier nämlich Zahnräder und Rote. Ja, wobei das hier wird relativ flott gehen, ne? Der stellt her 1 pro Sekunde und der braucht 10 pro Sekunde. Ja gut, wird etwas ineffizienter sein, aber das ist, glaube ich, jetzt nicht so schlimm. Da reicht ja auch, wenn wir jetzt hier einen Stack machen.
Dann können wir hier auch direkt ein Stack reintun schon mal. Und dann kann der schon mal anfangen zu produzieren. Genau. Und jetzt müssen wir das Ganze noch für die... Wie war denn mal? Der braucht rote... Nein, ihr braucht keine roten Fließbänder, genau. Das war nämlich der Unterschied. Und dann brauchen wir jetzt nochmal eine Fabrik. Einmal für rote Fließbänder und dann auch hier einmal für Eisenplatten. Das heißt, das Eisen hier muss natürlich auch einmal hier rüber. Und da rein, genau. Zack, zack, zack. Dann brauchen wir hier die Kiste. Da kommen die roten Fließbänder rein, aber dann gerne 3 Stacks. Du machst Zahnräder. Ja. Achso, das hier funktioniert natürlich dann auch nicht so ganz. Perfekt. Jetzt sollte es gehen. Ja, Zahnräder sind eben das Problem jetzt. Man bräuchte eigentlich dann 2 Fabriken von Zahnrädern hierfür oder zumindest die besseren. Können wir aber gerade wieder nicht machen, weil wir kein Eisen haben. Dann hole ich mir mal eben Eisen. Und hier hätte ich eigentlich, doch genau, hier hätte ich auch gerne eine Kiste, einfach mit Zahnrädern für mich. Ein Stack Zahnräder oder 2. Einfach, wenn ich dann Sachen jetzt bei mir crafte, dass ich nicht jedes Mal das machen muss. Aber ich nehme hier auch mit Absicht den langsamen... Oh, hier ist Stein schon der erste weg. Ich nehme mit Absicht den langsamen, damit eben der nicht nur alles dann da exklusiv rausgräbt. Hier hat er nur Stein. Sehr gut. Achso, Strom. Läuft ganz gut mit Strom, aber es produziert auch gerade nicht alles. Okay, wir haben das Bergbau-Produktivitäts-Update gemacht. Sehr, sehr gut. Ich bin noch am Überlegen, ob ich die Büchse der Pandora öffnen möchte. Wir brauchen sie eben. Ich habe mich, also, nur so ein bisschen Hörensagen bisher über das Qualitätsmodul. Oh, guck mal hier. Das sieht da gar nicht mal so gut aus hier. Wieso produziert der nicht? Kriegt der zu wenig Öl? Ja. Spannend. Also Öl ist tatsächlich ein Problem. Schon. Jetzt. Das ist interessant. Also, das heißt, unsere erste Erweiterung wird wahrscheinlich gar nicht nach hier oben sein, sondern nach hier. Öl zu holen. Passt auch ganz gut, dann können wir das dahin bringen und hier die Ölproduktion weiterhin durchführen. Da müssen wir dann aber auf jeden Fall sichern. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Dann brauchen wir da auf jeden Fall auch die Munitionsproduktion noch erweitert. Das hier ist auch interessant. Mehr Eisen. Na, der hat gar keine Chance mehr, hier sein Eisen da irgendwo abzugeben.
Ja, aber anders kriege ich es auch gerade nicht so richtig weg. Ändert sich dann auch bald, ne? Wenn wir hier die beiden dann leer haben. Ich bin auch so ein Held. Guck mal hier, die können ja gar nichts abliefern. Was ist denn da passiert? Verrückt. Ha! Da kann man natürlich lange drauf warten, bis die dann mal ihr Eisen loswerden. Herrlich. So. Achso, die Teile, die müssen wir uns natürlich dann wieder selber basteln. Was brauchen die? Ja, nee, das... Na, dann kann das aber weg, das weg und das weg. Jetzt machen wir das Ganze hier mal ein bisschen geordnet. Also, die kommen damit rein. Dann haben wir unsere Fließbänder. Die können wir dann auch gleich mal irgendwie dann ins System integrieren. Wir gucken mal, ob wir jetzt hier Fließbänder schon mal haben, die wir sammeln können. Ja. Ja, das dauert jetzt natürlich erstmal ein bisschen, bis wir da so einen Grundstock haben. Und Strommasten tue ich jetzt mal da oben mit rein. So. Die kommen nach unten. Dann basteln wir uns mal eben eine. Nee, wir haben wieder kein Eisen. Nee, wir brauchen aber auch Eisenplatten. Na gut. So, die wollte ich jetzt einfach da rein tun. Ich weiß, man kann das auch anders machen. So, und die beiden können dann natürlich dahin und dahin. Gut, dann holen wir uns noch eben Eisenplatten, bevor ich das nämlich vergesse. La. Dann haben wir die Module erforscht. Und dann können wir jetzt mit den Modulen im Grunde anfangen. Klare Rüstung wäre natürlich auch noch gut. Qualitätsmodule. Ah, okay, es gibt verschiedene. Damit könnte man dann schon Qualität 2 und 3 machen. Will ich damit anfangen? Ich traue mich nicht. Ich weiß nicht, ob wir da dann komplett drin versinken. Ah. Sprengstoffe sind auch schön. Oh Mann. Nein, wir machen das noch. Keine Sorge, wir werden das noch machen. Ich weiß auch noch nicht, ob ich das System richtig kapiert habe. Werden wir dann sehen. Ich bin sehr gespannt drauf. Genau, dann machen wir einfach hier nochmal zwei schnelle. Denn ich denke mal, das ist besser, wenn wir die auch hier schneller machen. Dann geht's hier fixer. Wir brauchen hier schließlich Fließbänder. Ah, noch eine zweite Fabrik wäre eigentlich ganz gut. Aber wir haben eigentlich auch Zeit. So ist nicht. Uns hetzt ja keiner. Gut. Dann haben wir jetzt 64 rote Fließbänder. Das ist schon mal deutlich schneller als das, was ich davor irgendwie gemacht habe. Ach, guck mal eine an. Hätte man sich gar nicht so einen Stress machen müssen. Wir bauen das jetzt aber trotzdem aus. Dann funktioniert es nämlich. Ich meine, das ist jetzt ja nur... So, das war jetzt ja nur, weil jetzt die anderen ja eben nicht mehr produzieren. Aber das ist schon mal gut. Also Kupfer, das Problem haben wir gelöst. Sprengstoffe haben wir erforscht. Also wir kommen jetzt halt hier so schnell hinterher mit den Sachen, dass ich gar keine Chance mehr habe, hier irgendwas davon auch zu bauen. Das muss man halt auch mal so sagen. Lasertechnik. Also im Grunde wäre es ja schon fancy, wenn wir so auf das nächste Forschungspaket gehen könnten. Das funktioniert dann eben über die Module. Fehlt auch gar nicht mehr so viel. Schnellere Öfen. Die funktionieren dann, glaube ich, über Strom. Ja, wir machen erstmal die Module hier. Auch ein System, was ich im Grunde so wie gar nicht eingesetzt habe in meinen vergangenen Durchläufen.
Gut, aber jetzt sind wir auch genau bei 20 Minuten. Hat doch ganz gut gepasst. Da würde ich mal sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.